Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrals. War da der alte Mann? Nein, das ist der alte Mann. Ah, da bist du hier! Nee, über was wolltest du vorhin mit mir reden? Naja, über das Lufia-Schwert. Naja, hast du schon einmal davon gehört? Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber die Legende vom Lufia-Schwert wurde uns oft erzählt. Ich will alles wissen. Auch das kleinste Detail könnte mir weiterhelfen. Man sagt, die Königin von Aquataria weiß, wo sich das Lufia-Schwert befindet. Aquataria? Wie komme ich da hin? Im Nordosten befindet sich eine halbmondförmige Insel. Der Eingang nach Aquaria befindet sich unter der Insel im Meer. Aquataria ist die Stadt der Nixen. Eine Nixenstadt? Ja, in Aquataria gibt es einen Schrein. Dort soll sich ein Schwert befinden. Du meinst das Lufia-Schwert? Ja, vielleicht. Es ist schwer zu glauben, dass es tatsächlich eine Nixenstadt unter dem Meer gibt. Ja, aber ich habe bewiesen, dass es sie dort, dass es sie gibt. Ich war schon dort. Okay. Die Aquaperle ist der Schlüssel nach Aquataria. Diese Perle? Der Schlüssel zur Stadt der Nixen? Nimm sie an dich. Wirklich? Sicher bedeutet sie dir viel? Ich möchte, dass du sie an dich nimmst. Ich brauche die Perle nicht mehr. Na, danke, vielen Dank. Aquaperle erhalten. Yeah! Hau rein, alter Mann. Wir sehen uns sicherlich wieder. Also im Norden, okay. Da würde ich sagen, tauchen wir mal ab und fahren Richtung Nord. Da ist die Halbmondinsel, okay. Ist da oben, ist da noch irgendwas drauf? Ja, der Baum. Ah, hier haben wir das eine Dings gefunden, ne? Genau, das eine Kapselmonster. Unterwasserhöhle Chudder. Yeah. Hey. Seid ihr Menschen, wie seid ihr hergekommen? Ja, wir sind geil. Ist hier irgendwo ein Shop oder so? Ich guck mal hier rein. Nee, kein Shop. Eigentlich müsste ja auch Shop dran stehen, ne? Das ist das Inn, okay. Also das Inn steht schon mal nicht dran. Für Menschen ist es etwas unbequem, deswegen kostet die Übernachtung nur 20, okay. Danke. Nett von dir. Okay, da ist die Kathedrale, sag ich mal. Oh, so Menschen, was soll ich mir kaufen? Oh, ein Eron-Schwert. Sieht schon mal ganz geil aus. Zirkonflegel. Frostball. Okay, wir gönnen es uns. Auch wenn es ziemlich teuer ist. Ein Superpanzer. Hier, Guy. Dein Ritterschild. Und Magieshop gibt es hier doch sicherlich nicht. Okay. Gehen wir halt in den Palast. Hey! Ich bin Mala, die Königin von Aquataria. Wie konntet ihr das Tor der Unterwasserhöhle öffnen? Der älteste Chudder vertraute uns diesen Schlüssel an. Der älteste Chudder? Wie geht es ihm? Er lebt mit seiner Enkelin zusammen und scheint sehr glücklich zu sein. Das ist schön. Na, kennst du das Lufia-Schwert? Jetzt weiß ich, warum ich die Energie gefühlt habe, seitdem du in Aquataria eingetroffen bist. Seid ihr diejenigen, die den Höllenfürsten ein Ende bereiten wollen? Kannst du Hay sehen? Wer weiß, wir sprachen gerade von dem Lufia-Schwert, oder? In dem Unterwassertempel gibt es eine glänzende Höhle. Vielleicht ist da das Lufia-Schwert. Ein glänzendes Schwert? Hä, wie komme ich auf Höhle? Wo finde ich diesen Tempel? Nördlich von hier gibt es drei kleine Inseln, die einen Kreis bilden. Der Eingang zum Tempel befindet sich in der Mitte des Kreises. Keiner weiß, wer diesen Tempel gebaut hat. Ihr wollt dorthin? Ja. Ich verstehe. Königin, die Strömung des Meeres hat sich völlig verändert. Die Strömung? Ja, ohne Vorwarnung. Wie verläuft die Strömung jetzt? Das kann man nicht sagen. Sobald man von der Strömung erfasst wurde, wird man mitgerissen. Ich könnte wetten, die Strömung führt bis an die Höhle. Königin, es ist zwar noch nicht sicher, aber... Aber was? Prinzessin Piara wird vermisst. Wir nehmen an, sie wurde von der Strömung erfasst. Piara?
Wir werden ein Rettungsteam aufstellen und uns sofort in die Höhle schicken. Nein, das kann ich nicht erlauben. Das ist viel zu gefährlich. Aber... Außerdem soll der Geisterkahn in der Nähe der Höhle gesehen worden sein. Königin, ich verstehe. Ja, wer ist Piara? Piara ist meine Tochter. Die Prinzessin von Aquataria befindet sich in Gefahr. Entschuldigt mich jetzt bitte. Ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen. Du willst doch wohl nicht in die Höhle. Nein, das wäre Selbstmord. Wir wissen außerdem noch nicht, ob Piara wirklich in der Höhle ist. Entschuldigt mich jetzt. Natürlich geht sie in die Höhle. Die Königin geht zur Höhle. Ich bin mir ganz sicher, eine Frau kann so etwas fühlen. Sie hat aber doch gesagt, sie würde nicht gehen. Keine Mutter würde still sitzen bleiben, wenn ihr Kind in Gefahr ist. Mich beunruhigt die Strömung. Etwas scheint im Meer vorzugehen. Etwas Böses treibt sein Unwesen. Kann sein. Ja, Mann. Wir müssen der Sache definitiv auf den Grund gehen. Nicht umsonst sind wir die Fantastischen Vier. TKKG. Okay, nein, eigentlich nicht. DGSA. Yeah. Mhm. DGSA. Yeah. DGSA. Bada boom, 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 boom. But yeah. Hier ist die Dings, wie es aussieht. Wir können aber nicht auf die Inseln? Okay. Wie kommen wir dann auf die Insel? Das ist verwirrend. Okay, wir können auf jeden Fall durch. Hey. Diese Ort ist sehr gefährlich. Bitte geht zurück. In eure eigene Welt. Fuck, nein. Ja, dazu reicht die Zeit nicht mehr. Na, stimmt. Oh Gott. Wir kämpfen gegen ein Schiff, dein Ernst. Aber das Feuersturm definitiv eine gute Lösung. Machen wir mal einen Ninja. Ich bringt ja Dings was. Und einen Amokwüter. Usen wir auch mal. Ja, 600 Damage insgesamt. Okay, nicht ganz, aber wird schon 600 Damage circa rauskommen. Ich habe jetzt gerade voll nicht das Damage von Doki gesehen, verdammt. Wer ist besiegt worden? Warte, haben sie... Oh nein! Ich habe gerade, sorry, voll nicht drauf geachtet, was passiert ist. Ein Phönix dürfte ganz geil sein, oder? Machen wir mal einen Phönix und wir machen mal hier... Weiß nicht, vielleicht... Oh, Abaddon! Abaddon! Oh yeah! Ein Abaddon, Alter. Ein Abaddon. Oh, geil. Oh. Abaddon ist so schön, ey. Abaddon ist so schön. Phönix hat auch guten Damage gemacht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, Verstärkung. Okay. Er wurde nicht eben irgendwer besiegt? Machen wir Phönix auf beide und machen wir mal Abaddon auf beide. Aber die Dings spule ich jetzt vor, das dauert mir zu lange. Definitiv. Sind mir zu lange Animationen. Dim, dim, dim. Dim. Dim, dim. Dim, 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 dim. Phönix und Abaddon. So, oh, es ist so ein schönes Damage, ey. Es ist so ein verdammt schönes Damage. Es ist so wundervoll. Schönes Damage. Dim, dim. Hör mal auf, Verstärkung zu rufen. Du nervst damit ein wenig. Phönix dürfte das Dings auch besiegen. Denke ich jetzt mal. Diese Schwerte, was auch immer es ist. Oder? Nicht? Doch, okay, gut. Ich dachte jetzt 157 Damage ist ein bisschen wenig. Kannst du jetzt mal aufhören damit? Es nervt. Kannst du nicht irgendwie mal angreifen? Es wäre wesentlich interessanter. Wesentlich. Terror. Nee, machen wir weiter Phönix. Obwohl, vielleicht können wir mal gerne einen Terror ausprobieren. Für Damage Terror so macht. Danke, besiegt. Oh, schön. Ich kann keine Verstärkung mehr rufen. Schöne Goldmünzen, alter Vater.
Geil. Das ist echt geil. Die Strömung hat sich wieder normalisiert. War das Geisterschiff an einem schuld? Hey. Ihr seid ein bisschen spät. Königin, bist du unverletzt? Ja, aber ich habe gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Ja, wir sind doch kein Feiglinge. Wir müssen unsere Könige noch und unsere Prinzessin noch beistehen. Ihr seid solche Dickköpfe. Ich danke euch trotzdem. Vielen Dank. Man hat mir erzählt, dass alle Menschen Egoisten seien. Ihr habt mich vom Gegenteil überzeugt. Es gibt schon einige Egoisten unter den Menschen. Aha, bei den Elfen gibt es so etwa keine Egoisten? Nur wenige. Ja, weil es nur wenige Elfen gibt. Ja, das reicht jetzt. Sie meinen das nicht im Ernst. Sie machen nur Spaß. Wirklich? Ja, das machen die beiden ständig. Vorher waren es Deka und Guy, jetzt sind es mittlerweile Guy und Artie, also ist okay. Sehr interessant. Kein Wunder, dass euch der Älteste in Charter den Schlüssel gegeben hat. Er ist viel wert, oder? So viel wie das Leben von... Die Strömung. Nee, ich glaube nicht, dass das Geisterschiff die Strömung verändert hat. Auf, wir müssen sie retten. Nur die Ruhe, das sind Nixen, sie werden schon nicht ertrinken. Stimmt. Lass uns losgehen und nach dem Luffy-Schwert suchen. Ja, Mann. Ja, ich würde sagen, wir nehmen diese Strömung. Da ist, glaube ich, auch die Königin reingefallen, oder? Ich glaube schon. Aber wir kommen, glaube ich, eh alle an den gleichen Fleck, sag ich mal. Hey! Na, seid ihr in Ordnung? Ja, scheint so. Die Strömung hat uns direkt hierher gebracht. Ich bin wirklich froh, dass ihr alle wohl auf seid. Freut euch nicht zu früh. Ja, was meinst du damit? Fühlst du es denn nicht, Selan? Hm. Konzentrier dich, Selan. Hier ist diese Energie. Die Energie des Bösen. Ja, hier muss einer der Höllenfürsten sein. Königin, wir müssen jetzt gehen. Wir werden den Ausgang suchen. Seid vorsichtig, ich kann etwas Gefährliches fühlen. Dann sollten wir uns beeilen, den Ausgang zu finden. Dieses Gebäude könnte es sein. Auf geht's. Oder auch nicht. Oh nein! Nur wenige Auserwählte dürfen mehr herantreten. Ihr scheint nicht dazu zu gehören. Wer bist du? Wer bist du? Wenn du es nicht wissen möchtest, dann komm. Wenn du es wissen möchtest, dann komm. Doch mache dich auf dein Ende gefasst. Warum hast du meinen Nixen das angetan? Ich werde dir nicht verzeihen. Nein, geh nicht dahin. Nein, Vorsicht! Narkose. Mutter! Es geht dir gut, sie schläft nur. Bist du sicher? Ja, such den Ausgang, mach, dass sie verschwindet. Was ist mit euch? Wir werden reingehen. Ich dachte nur Auserwählte dürften. Wir sind die Auserwählten. Wir sind in der Lage, die Höllenfürsten zu besiegen. Ihr habt die Kraft, um die Höllenfürsten zu besiegen? Wurde euch die Kraft von Überwesen verliehen? Das Leben wurde von Überwesen geschaffen. Doch dann müssen sie auch das Böse erschaffen haben. Ja, das könnte so stimmen. Warum wurden uns solche Kräfte in die Wiege gelegt? Na, das werden wir noch früh genug feststellen. Ja, Mann, let's go! Rein! Teleportation. Hochgehen. Boah, sieht hier richtig geil aus. Ist hier noch irgendwas Interessantes oder so? Irgendwie eine Truhe oder sowas? Nee, ne? Aber da oben ist ein Teppich. Gehen wir mal da hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist das Luffy-Schwert. Ist es das? Ist das das Luffy-Schwert? Was ist das für ein Geräusch? Das Schwert, es singt. Es ist verstummt. Der Gesang halt nicht mir. Doki. Ja, was ist? Oh mein Gott. Marek hatte recht. Es gibt tatsächlich einen Sterblichen, der das Schwert erklingen lassen kann. Nämlich du. Wie ist dein Name? Oh Gott.
Ich bin Daos, Meister des Terrors und Herr der Qualen. Ich bin der Fürst der Höllenfürsten. Der Anführer der Höllenfürsten? Wahrlich, das bin ich. Ja, warum willst du die Welt zerstören? Warum vernichtest du ohne Grund? Das Schwert ist der Grund. Was meinst du damit? Wie meinst du das? Das Lufia-Schwert wurde in der Hölle geschmiedet und nun hat es begonnen zu singen. Was soll das so bedeuten? Es bedeutet, dass ein Sterblicher existiert, der die Macht hat, uns zu bekämpfen. Er steht vor dir. Die Starken werden die Welt beherrschen. Wir, die Menschen, sind stark. Na, mit dieser deinesgleichen geschaffenen Waffe werde ich dich bezwingen. Das Lufia-Schwert ist verschwunden. Ja, warum? Du bist des Schwertes nicht würdig, Sterblicher. Nein. Ohne das Schwert bist du ein Nichts. Du wirst unsere höllische Herrschaft dulden müssen. Fuck, was? Ist das wirklich Shudder? Ich glaube, das hat es sehr gewagt. Warum nur? Da seid ihr ja wieder. Habt ihr das Land der Nixen gefunden? Ja. Es wird dunkel. Dort, schaut, dort ist eine schwebende Insel. Was? What? Alter Vater. Okay. Hört mich an, Menschen der Erde. Ich bin Daos, der Meister des Terrors und Herr der Höllenfürsten. Ihr, die nur den Frieden wollt, habt den Glauben verloren, nur erfahrt ihr, was Terror bedeutet. Aua. What? Oh nein. Warum hat er uns bloß hierher gebracht? Das werde ich ihm nicht verzeihen. So einfach kommt er mir nicht davon. Seht ihr nun, wie schwach ihr seid. Wenn du kämpfen willst, dann kämpfe mit uns. Nur ein Feigling vergreift sich an Wehrlosen. Du Wurm, hast mir etwas zu sagen? Dann komm hier rauf und rede mit mir. Das werde ich. Ja. Doki, was sollen wir tun? Die Insel befindet sich am Himmel. Wir Flakes, wir können nichts dagegen unternehmen. Was soll ich nur tun? Scheiß die Wand an, Alter. Alter Mann! Nein, alter Mann! Shit! Ich dachte, er kann uns jedenfalls irgendwie helfen oder so. Scheiß die Wand an. Okay, Moment, ich habe eine Idee. Ich würde sagen, wir warpen uns nach, Botravia. Und reden mal mit Lexis, ob der irgendwie das Schiff verbessern kann. Ich meine, er ist ja so ein Profi, vielleicht kann er es auch zum Fliegen bringen, wenn er es schon zum Tauchen gebracht hat. Ja, auch Lexis wundert sich, ist okay. Hey Lexis, komm mal her. Oh Doki, du bist sicher wegen der Todesinsel hier. Todesinsel? Ich habe gedacht, es wäre besser, dem teuflischen Ding einen Namen zu geben. Ja, Lexis, ich muss auf die Todesinsel, ich habe keine Wahl. Das habe ich mir bereits gedacht und habe die Pläne gearbeitet, um Exterion ein Luftschiff umzubauen. Bitte? Das Schiff soll in der Luft fliegen? Nicht fliegen, fahren! Wir werden Exterion an ein riesiger Ballon hängen. Aber... Wir brauchen einen anderen Motor. Der alte wird nicht ausreichen. Kannst du noch einen Motor entwickeln? Ja, aber es würde zu lange dauern. Oh Gott. Das ist die Sache aussichtslos, oder? Nein! Nicht wirklich, es gibt noch eine kleine Chance. Welche? Im Norden liegt das kriegerische Königreich Taru. Ihre Technologie ist sehr weit fortgeschritten. Sie sollen große, kraftvolle Motoren haben. Damit treiben sie ihre grausamen Panzer an. Meinst du, die geben uns einen Motor? Motor? Nein, bestimmt nicht. Gerüchte besagen, dass Taru die Welt erobern will. Na, schon wieder, Verrückte. Wie kommen wir dann einen Motor? Wenn es auf die freundliche Art nicht geht, dann... Stimmt, Eli, es wird leider nicht danach übrig bleiben als... Als was? Hast du etwa eine Idee? Naja, wir könnten uns den Motor ausleihen, ohne Erlaubnis.
Bei uns zu Hause nennt man das Diebstahl. Aha, wenn wir uns erwischen, wenn wir erwischt werden. Wo ein Schwert ist, findet sich auch ein Weg. Ich weiß nicht so recht. Dieses Königreich Charo will die Welt erobern. Wir kämpfen für den Frieden auf dieser Welt. Also können wir uns doch von diesem feindlichen Land ein kleines Motor ausleihen, oder nicht? Überrede, Lexis. Wie kommen wir nach Taro? Das wird bestimmt nicht ganz einfach. Aber wie, also wie nun? Man sagt, es gibt einen geheimen Weg nach Taro. War in der Nordhöhle in Danubia nicht noch ein weiterer Weg? Das könnte durchaus sein. Wir werden es überprüfen. Ja, aber den Weg haben wir sogar schon gefunden, Leute, oder nicht? Ich glaube, ich bin der Meinung, das haben wir schon gefunden. Aber bevor wir weitermachen, Leute, beenden wir hier den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!